Last but not least freue ich mich sehr, Ihnen Marcella Wout vorstellen zu dürfen, die in diesem Monat eine Professur an der Universität Göttingen angetreten hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Zuvor war sie Juniorprofessorin für klinische Psychologie und experimentelle Psychopathologie an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat im Jahre 2013 an der Radboud-Universität in Nijmegen in den Niederlanden promoviert und ist seit diesem Jahr auch in Deutschland tätig. Sie ist außerdem psychologische Psychotherapeutin. Mit diesem Hintergrund verbindet Frau Wout Grundlagenwissenschaften und psychotherapeutische Praxis auf sehr fruchtbare Weise. Im Kern ihrer Forschung steht die Frage, inwiefern kognitive Verzerrung, also systematische Fehler beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen für die Entwicklung von psychischen Störungen ausschlaggebend sind. Mit diesem Ansatz entwickelt Frau Wout theoriegeleitete und kausal ansetzende Interventionen, die sie auch bezüglich ihrer Wirksamkeit untersucht. Frau Wout vereint also experimentelle Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Interventionsforschung und damit verfolgt sie einen modernen und zielführenden translationalen Forschungsansatz. Ich zitiere aus einem der Fachgutachten: Beeindruckend ist der konsequente und stringente, mechanismenfokussierte translationale Forschungsansatz. Bislang ist klinisch-psychologische Forschung überwiegend geprägt durch Ansätze, die entweder darauf abzielen, Störungskorrelate und Mechanismen zu identifizieren oder darauf, überwiegend eher losgelöste Interventionen zu evaluieren. Weitere Verbesserungen in der Effektivität von psychologischen Interventionen wird es jedoch nur geben, wenn es gelingt, die in der Grundlagenforschung identifizierten Mechanismen in innovative und maßgeschneiderte Interventionen zu übersetzen. Und genau hier liegt der Fokus der Arbeiten von Frau Wout. Bereits jetzt hat Marcella Wout das Forschungsgebiet der kognitiven Verzerrung, insbesondere der Interpretationsverzerrung, und deren Einbezug in die Psychotherapie mit ihrer Arbeit stark geprägt. Sie hat neben Originalarbeiten Überblicksartikel publiziert, die maßgeblich zu einer besseren Psychotherapie bei psychischen Störungen beitragen. Seien es allen voran posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen oder Depressionen. Arbeiten mit EEG-Methoden und Effekten von pharmakologischen Substanzen zeigen ihren steten Blick über den Tellerrand. Zusätzlich hat sie häufig benutzte Methoden zur Diagnostik von kognitiven Verzerrungen weiterentwickelt. Sie scheut sich nicht, Ungewöhnliches zu versuchen. So wäre es sicherlich interessant, bei einem Gruppenkonfrontationstraining gegen Flugangst dabei zu sein, vielleicht mit einem Therapieflug. Ihre Beiträge sind in den besten internationalen Zeitschriften ihres Fachs erschienen, zum Beispiel im Clinical Psychology Review. Wie anerkannt sie bereits jetzt in der Psychologie ist, zeigt sich in Auszeichnungen wie dem Rising Star Award der Association of Psychological Science, der weltweit nur wenigen Personen vorbehalten ist. Für ihre Forschung hat sie wettbewerbliche Stipendien und Drittmittel eingeworben, unter anderem, vielleicht eines der wichtigsten, in ihren Preisen eine Emmy Noether Gruppe der DFG. Marcella Wout trägt mit ihrem Engagement auch im Elternnetzwerk in der Universität dazu bei, dass solche Spitzenleistungen hoffentlich zukünftig häufiger jungen Müttern möglich sind. Wir gratulieren Marcella Wout ganz herzlich zur Auszeichnung mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis und wünschen für ihre weitere Forschung alles Gute.